Hallöchen, willkommen zurück bei Diablo 2 Resurrected. Ja, ich weiß nicht, letzte Aufnahme ist irgendwie... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind der Hölle selbst. Ich habe gerade eben Video zu Diablo 4 gesehen, in dem auch ein bisschen Diablo 4 Gameplay gezeigt wurde. Alpha-Gameplay, keine Ahnung. Das sieht schon gar nicht mal so viel besser aus als Diablo 2, oder? Man muss schon sagen, durch diese dann doch echt krassen Texturen, die das Spiel bekommen hat, ist das echt auf einem sehr hohen Niveau. Ne? Ich meine, das hier nicht. Aber wie gesagt, dafür, wie alt es ist, ist selbst das alte Diablo echt schick. Gut, Licht an, Kamera an. Und dann gehen wir zum Kloster zurück. Da haben wir ja aufgehört beim letzten Mal. Und stürzen uns in Richtung der Katakomben, um die Dämonen Andariel zu besiegen. Okay. Inneres Kloster. Ja, ja. Okay. Alt, genau. Leichter Mana-Trank, ja, ich weiß nicht, warum wir so viele Tränke bekommen. Ich kann's euch... Die Kathedrale. Okay, wir regenerieren uns gerade gefährlich langsam. Das ist sowas, ne? Das seht ihr mal. Da kann man dann doch ganz schnell sterben. Das glaubt man gar nicht. Okay. Ja, ich würde mal sagen, die Kathedrale wurde entweiht, oder? Ja, es sind sogar neue Schrittgeräusche, also auch die Geräusche wurden komplett überarbeitet. Hat natürlich leichte Diablo 1 Vibes gerade schon wieder. Okay, die Wandbilder gab es auch früher schon, aber jetzt natürlich nochmal in einem neuen Glanz hier. Oh, wie gestochen scharf die Texturen sind. Ja, es ist schon echt schick. Also vom ganzen Grafikniveau her für ein Remaster Wahnsinn. Es ist wirklich geil. Ich meine... Gibt es Remaster, die überhaupt zulassen, dass man so krass zwischen der Grafik umschaltet? Warum lassen sie es nicht zu? Weil man dann sehen würde, so viel besser ist es gar nicht. Aber hier? Eieiei. Zu den Katakomben, Ebene 1. Da haben wir schon mal den Eingang gefunden. Perfekt. Ich kann meine Freude gar nicht in Worte fassen. Ja.
9% erlittener Schaden geht auf Mana. Schaden reduziert um 1, das heißt, dann geht auf Mana. Aber wir haben Lebensregeneration, das können wir nicht abgeben. Es sah auch früher geil aus. Ich will gar nicht meckern, das Spiel ist so alt. Ich will mich echt nicht beschweren. Katakomben Ebene 1. Das ist natürlich. Dieser Ort macht mich frösteln. Dieser Ort macht mich frösteln. Lässt mich frösteln, oder? Aber wer bin ich denn schon? Kein Deutschprofessor. Ja. Das hat natürlich jetzt. Also Diablo 1 in seinem Element natürlich gerade. Ein Schlüssel. Stufenaufstieg, auch geil. Was war das denn jetzt bitte? Was ist das denn? Oh, das sind aber nicht irgendwie Babys, oder? Wow, 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 wow. Mal die Tür wieder zu. Nö. Wenn ich euch nicht sehe, seid ihr auch nicht da. So, geschlossene Tür. Man sieht halt echt so 2 Meter weit, ne? Ja, ich habe schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ich fühle mich sehr unwohl in diesen Innenräumen. Das habe ich garantiert von damals mal von Diablo 1. Weil ich da wahrscheinlich auch ein bisschen zu jung für war, als ich das früher gespielt habe. Vermutlich. Rattenmann. Rattenmänner. Okay. Man sieht einfach gar nichts in den Räumen. Es ist wirklich. Eieieiei. Okay. Aha. Oh. Claudia übrigens mit am Start immer noch, ne? Wer sich wundert, wer unser netter Begleiter ist, das ist immer noch Rattendämon. Alter, der Schaden. Nicht schlecht. Thank you.
Wäre echt geil, wenn du hier keine Gegner wiederbeleben würdest. Plus 4 Plätze, Verteidigung 3. Plus 9 zu Leben. Schnelle Erholung nach Treffer klingt besser. Okay, das war der nördliche Bereich. Auf in den Süden. Ich kann es kaum abwarten. Hier waren wir schon. Katakomben Ebene 2. Dort befindet sich ja auch, korrigiert mich, der Teleporter. Ach du Scheiße. Riesenzauber, ja, es ist... Plus 10 zu Leben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sinnvoll sowas ist. Sind 10 Leben viel oder nicht? Ich bin mir da auch unsicher teilweise. Also Hauptziel gerade... Den Teppich gab es zum Beispiel auch gar nicht hier. Hauptziel ist gerade den Teleporter finden. Da ist er schon. Sehr geil. Katakomben, Ebene 2, damit haben wir den Teleporter gefunden. Das ist der letzte Teleporter von der ersten Teleporter-Seite und ich vermute damit auch des ersten Aktes. Also wir haben alle Teleporter im ersten Akt gefunden. Oh yeah. Rissiger Knochenstab. Ja, unser Stab ist jetzt natürlich dadurch, dass wir den verzaubert haben, unglaublich stark. Wo ist sie nochmal? Finde Andariels Lager tief in den Katakomben des Klosters. Also wir haben wahrscheinlich nochmal einen Abstieg in die... in das Lager von ihr. Explizit. Schlechte, schwere Stiefel. Die gehen nachher nur kaputt. Gute Unterarmklinge, nicht für uns. Okay, auch hier unten ist gar nichts. Dann müsste das folgerichtig oben sein. Also in nördlicher Richtung. Und ansonsten, ich glaube nicht, dass wir in der Ebene 1 den Weg haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da ist irgendwas drin. Jo. Die auch ärgerlich sein, oder? Wenn ihr Schamane, der sie eigentlich wiederbeleben soll, direkt am Anfang stirbt. Schwäche Langbogen, Erstickungselixier brauchen wir nicht. Eieiei. Also wenn ihr irgendwie schon mal in den Geheimräumen einer Kirche wart, sprich in den Katakomben, in denen man eigentlich als normaler Gottesdienstbesucher nicht hinkommt, und die waren so ähnlich wie hier mit Stühlen und Blut und geköpften Körpern, würde ich mir Sorgen machen. Spinnen, Alter, ich kotze. Ist das jetzt in die Richtung, in die es geht? Mit diesem Dämon? Ist das das, was uns bevorsteht? Zu den Katakomben, Ebene 3. Ghule. Einfaches Kristallschwert. Alter, das sieht cool aus. Wird mitgenommen. Aber sehr schlecht. Ja, ich würde schon gerne irgendwie auf ein Schwert wechseln nachher. Warum ist denn die Weitsicht so 1 Meter weit? Ey, das ist doch... What the fuck was that? Ich kann nicht noch mehr tragen. Die Ghule sind sehr Ringpanzer. Die Ghule sind sehr langsam, machen aber viel Schaden. Ringpanzer. Aber auch das Kristallschwert lassen wir mal liegen. Das war jetzt auch nicht so besonders. Jetzt hier fucking creepy aussieht.
the fuck? Ich kann nicht noch mehr tragen. Wie immer, ne? Im einen Moment zwei Hinterschwert. Im einen Moment kaufen wir schriftrollende Identifikation, im nächsten haben wir zu viele davon. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay, jetzt ist die Frage, gibt es noch eine vierte Ebene? Gibt es überhaupt das Lager oder ist das hier vielleicht ihr Lager? The fuck sind das viele? Es stresst alles so. Okay. Mana-Trank, wie sieht's hier aus? Mana-Trank nachlegen, okay. Ein Amulett. Könnte ja ganz nice sein. Plus 2 zur Stärke, naja. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das sieht cool aus. Okay, blaue Lederhandschuhe klingt schon mal gut. Nicht identifiziert. Zack. Verteidigung 5. Plus 1 zur Geschicklichkeit. Plus 1 zur Stärke. Regeneriert 1 Haltbarkeit. Verteidigung 5. Verteidigung 6. Nope. Rissiger Jagdbogen klingt auch schon super. Okay.
Ich kann nicht noch mehr tragen. Holt auf den Boden, ist immer eine Falle, oder? Alter, ist schnell. Ich weiß nicht, machen wir das eigentlich anders mit den Tränken? Ich komme mir immer so unglaublich lahmarschig vor, wenn ich Tränke nachlege. Katakomben Ebene 4. Heilige Scheiße, es wird langsam unangenehm. Questlog. Töte Andariel. Okay, wir sind da. Ich weiß auch nicht, ob das so geil ist, dass das Spiel einem das sagt. Schottenschwert benötigt Stärke 47. Stärke 47. Da sind wir natürlich noch lange von weg. Sieht aber ganz schön cool aus. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Ja, aber bald. Aber ich glaube, wir würden mit ihr dann eher auf die Einhänder gehen, oder? Ich glaube nicht, dass das eine clevere Wahl wäre für sie. Was ist das da? Leute, ich hab Fragen. Oh ne, es geht schon wieder. Es geht mir gerade schon wieder zu sehr in die Diablo 1 Richtung hier. Wir haben ja schon wieder diese komischen Becken überall. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Und diese komischen Stacheln aus dem Boden. Was ist das? Also was auch immer auf uns wartet, es wird uns keine Freude machen. Und das ist der Bossraum, oder? Das ist der Bossraum. Hi! Alter, ist die groß. What the fuck ist das? Claudia ist tot. Wie die aussieht. Holy shit. Heilige Scheiße. Okay, ciao. Heilige Scheiße. Wir haben ein Problem. Mir. Na gut, ich hab. Spinne wäre noch schlimmer gewesen. Okay, wir holen uns mal ganz schnell unsere gute Claudia wieder. Wird immer teurer, die wieder zu holen. Langsam. Grenzwertig. Ja? Wäre geil, wenn die Tränke sich auto nachfüllen würden, oder? So, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, sie ist tot. What the fuck? Nein, Claudia, du hast es doch geschafft. Wow, wow, alles. Die böse Königin ist gefallen. Okay. What the fuck? Lager der Jägerin. Wir haben sogar ein Portal geschenkt bekommen.
Und ein cooler Gürtel. Eisenstütze. Achso, es ist das, was wir... Okay. 20 zu Leben, Kältewiderstand. Gürtelgröße plus... Was? Yo! Wir müssen... Aber kann man die denn jetzt irgendwie komfortabel da reinmachen, dass man nicht immer so ein Volldepp da reinziehen muss, die Tränke? Mal gucken, ob es da eine Einstellung für gibt, dass sie nachrutschen. Okay, also das ist schon mal ein sehr nicer Gürtel. Ein Riesenzauber. Das ist unser... Ne, ist ein neuer. Plus 4 zu Mana, okay. Ich glaube, damit haben wir jetzt tatsächlich so den ersten, Questlog, kehre zu Varif zurück und zieh mit der Karawane nach Osten. Oh mein Gott, Leute, wir haben das, wir haben es geschafft. Wir haben, glaube ich, so jetzt den Prolog ungefähr geschafft. Alter, ihr Thron. Alter, ist der nice. Okay, den brauche ich für ein Thumbnail. Moment. Und einmal der alte Thron. Ja, ist, man kann durchaus sagen, dass es neu atmosphärischer ist. Ich bin ja bei euch. Okay. Ich bin überladen. Hält es so ruckelig, ne? Das ist ganz merkwürdig. Au. Okay. Hey. Riesenzauber des Rayburn. Nice. Ah, ich bin's. Hi. Andariels Tod bringt neues Leben für uns alle. Wir beklagen den Verlust unserer geliebten Schwestern, aber wenigstens können wir jetzt unser Leben weiterleben. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr seid ein wahrer Held und ein Zeugnis für den edlen Geist, der unseren Orden seit Generationen inspiriert. Lebt wohl. Danke. Claudia. Okay. Kann ich nicht anders sagen. Endlich dürfen wir jubeln. Wir stehen so tief in eurer Schuld, dass wir es nie wieder gut machen können. Ich hoffe, mit der Zeit werden wir unseren Orden neu aufbauen können. Unser Dank wird euch begleiten. Also, sie wollen zurück in das Kloster. Sind sie sich da sicher? Ich frag für einen Freund. Plus 10 zu Leben, plus 4 zu Mana. Weg damit. Gürtel, weg damit. Der Ring, weg damit. Der Schädel, weg damit. Der Saphir, weg damit. Smaragd, weg damit. Feuerschaden, Kälteschaden, weg damit. Okay, Der Orden heißt euch willkommen. Okay, nee, das war's. No new dialogues. Das ist wirklich ein grandioser Sieg. Doch es warten noch viele Schlachten. Ich werde euch auf eurer Reise begleiten und unterstützen, soweit es in meiner Macht steht. Vergesst nicht, Diablo ist immer noch da draußen und sucht etwas in der Wüste. Ich fürchte, dieser Albtraum wird erst ein Ende haben, wenn ihr gefunden habt, was er sucht. Was heißt denn in der Wüste? Ist das nächste Gebiet schon das Finale oder was? Reden. Tratschen. Es kostet Zeit, eure Fertigkeiten zu meistern. Stete Anwendung wird eure Technik verfeinern. Aber wählt eure neuen Fertigkeiten klug. Ich würde sagen, wir nehmen uns immer sehr viel Zeit, um die richtigen Fähigkeiten zu entdecken. Hallo. Hi.
Seid gegrüßt. Hallo. Blutroter Säbel der Fledermaus. Erhöht maximale Haltbarkeit. Erhöht maximale Haltbarkeit. Giftwiderstand. Ich weiß nicht. Okay, aber ich bin überrascht, dass wir es dann doch so gut geschafft haben. Ich bin ganz ehrlich. Die Karawane ist bereit. Wir können jetzt nach Osten, nach Lutgolain aufbrechen. Lutgolain gibt es ja auch in Reden, Tratschen. Akara ist die hohe Priesterin der Jägerin. Sie verkauft die paar magischen Gegenstände aus ihrem Besitz und kann sogar eure Wunden heilen. Sie ist sehr weise und wird helfen, wenn sie kann. Okay, ja, hey, weißt du was? Auf geht's! Akt 2. Nach Osten, über die Berge und in die weiten Wüsten des gebrochenen Landes. Im Lauf der Tage erzählte mir mein Gefährte von sich selbst, dass er einst ein großer Krieger gewesen war und nun eine dunkle und unheimliche Last ihm schwer auf der Seele lag. Wir zogen eine Ewigkeit durch dieses lebensfeindliche Ödland. Wie lange, das weiß ich nicht. Und stets schien uns eine dunkle Wolke gerade hinter dem Horizont zu folgen. Schließlich fand die Reise ein Ende. Wir erklommen die letzte Kuppe. Dort unter uns lag unser Ziel. Das leuchtende Juwel Lutgolain. Und dahinter das weite Meer. In jener letzten Nacht schlugen wir unser Lager auf. Vielleicht lag es am warmen Wüstenwind oder dem Geräusch des Meeres. Jedenfalls schlief ich zum ersten Mal seit vielen Wochen. Doch die Träume kehrten zurück. Aber es waren eindeutig nicht meine eigenen. Ich sah die Vision eines großen Mannes, des Magiers Tal. Ihr wart auch da, zuweilen. Ich entsinne mich, ich sah euch in meinem Traum. Seine Brüder hatten einen mächtigen Dämon in die Enge getrieben. Baal, Herr der Zerstörung, der in der Welt entfesselt worden war. Sie versuchten, den Dämon in einen heiligen Stein zu bannen. Doch als ihre Versuche scheiterten, opferte sich Tal Rasha selbstlos, den Dämon in sich aufzunehmen, als sein Gefängnis. Er wies seine Brüder an, ihn in eine Gruft einzusperren, unter dem Wüstensand vergraben, wo er für alle Ewigkeit mit dem Dämon ringen würde. Weißt du, was ich suche, Marius? Am nächsten Morgen gingen wir über den Hügel nach Lutgolain. Ich hatte keine Ahnung, welche Schrecken dort meiner harrten. Hallo. Okay. Damit willkommen in Akt 2. Claudia ist auch da. Rot. Ausgang. Okay, wir sind in Lutgolain. Hallo, Jerin. Seid gegrüßt. Ich bin Jerin, Fürst von Lutgolain, und heiße euch in meiner schönen Hafenstadt willkommen. Es ist gut, dass wieder Karawanen über den Westpass reisen können. Wir werden schon seit geraumer Zeit von einer bösen Macht belagert, die ich nicht identifizieren kann. Seltsam. Alles fing an,
als ein dunkler Wanderer hier entlang kam und nach dem Grab von Tal-Rasha suchte. Niemand weiß genau, wo Tal-Rasha, der Hüter des Baal, begraben liegt. Aber es ist sicher weit draußen in der Wüste. Inzwischen munkeln viele Leute, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen und schreckliche Kreaturen im Mondschein herumschleichen. Selbst ich habe Dinge gesehen, die ich nicht erklären kann. Ich habe befohlen, dass der Hafen geschlossen wird und alle Handelsschiffe vor Anker bleiben müssen, bis ich weiß, dass meine Stadt sicher ist. Atma, die Tavernenwirtin, hat eine wichtige Aufgabe für euch. Sucht sie unverzüglich auf. Ihr findet sie auf der anderen Seite der Stadt. Jetzt muss ich in den Palast zurückkehren. Verzeiht, aber ich kann euch nicht hereinbitten. Es herrscht gerade schreckliches Chaos. Ich traue ihm nicht. Es wird mit jeder Stunde schlimmer. Ich weiß, alles sieht gut aus, aber glaubt mir, das ist es nicht. Ich traue dem nicht. Und seinem Palast auch nicht. Wenn ihr mit Magie und dergleichen handeln wollt, geht zu Drognan oder Lysander. Drognan ist der weiseste Mann, den ich kenne, wenn es um Magie und alte Legenden geht. Der arme Lysander ist fast taub, aber ein zuverlässiger Trankbrauer. Für die Rückreise nach Westen geht zu Varif. Ihn kennt ihr ja schon. Unsere Farah ist eine geschickte und ehrliche Waffenschmiedin und kann obendrein Wunden heilen. Elzix ist der Schankwirt und könnte auch etwas zum Handeln haben. Griez, der Söldnerführer, den ich angeheuert habe, um die Tore von Lut Golain zu bewachen, sorgt auch für Ordnung in der Stadt. Und es sind noch andere hier. Ich bin sicher, ihr werdet die meisten kennenlernen. Seht euch einfach um. Okay, also auf jeden Fall der neue Ort. Nach dem Lager der Jägerin wirklich mal eine richtige Stadt. Cool. Danke, Djerin. Djerin. Ciao, da ist Varif. Jetzt, wo Andariel tot ist, kann ich zurückkehren und die Jägerinnen ordentlich ausrüsten. Sobald ich hier ein paar Geschäfte abgewickelt habe, werde ich zu ihrem Kloster zurückkehren. Lasst mich wissen, ob ihr mitkommen wollt. Okay, nach Westen gehen. Cool. Djerin besitzt Kraft und Geist seines Vaters. Er ist jung, regiert sein Reich, aber weise und umsichtig. Ich glaube, er wird einst ein guter Sultan, falls wir diese Krise überleben. Mhm. Okay, das ist sehr cool. Einfach mal eine ganze Stadt hier an der Stelle. Das ist nice. Zur Kanalisation Ebene 1. Okay, das Wasser. Oh, die Wassereffekte hier. Aha! Lol. Oh mein Gott. Seid gegrüßt. Ich bin Meerschiff, Captain dieses Schiffes hier. Ich steuere die Häfen des Zwillingsmeeres an und gelegentlich Königshafen im Westmark. Aber in letzter Zeit bin ich nicht gesegelt. Djerin hat mir befohlen, für Notfälle hier vor Anker zu bleiben. Alter, wie gut das Schiff aussieht, ne? Atma serviert ein köstliches Bier in ihrem Etablissement. Etablissement. Alter, wie gut das Schiff aussieht. Das hat sich gar nicht bewegt. Alter, das ist aber das... Das sieht so verdammt realistisch aus, das Neue. Okay, hier ist die Taverne. Hey, Deckard Cain ist auch hier. Nice. Okay, da ist Atma. Hi. Seid gegrüßt. Elzix ist ein ziemlicher Halunke, aber ich mag ihn trotzdem. Danke, ich weiß gar nicht, wie du meinst, aber gut. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Ihr könntet so verschlagen sein wie diese Ratte Elzix, der das Gasthaus gehört. Aber wenn ihr ein Elixier braucht, kann ich euch eines bereiten. Natürlich gegen Entgelt. Aha. Naja. Okay. Schicker Stab auf jeden Fall. Reinzoomen. Ist das Garabeus hier oder was? Hallo, Farah. Ich weiß viel über die alten Religionen. Vor vielen Jahren wurde ich in Ost-Kurast zum Paladin der Zakarum ausgebildet. Bitte was? Ost-was? Zu Zakarum was?
Soweit ich das sagen kann, ist Meschiff ein ehrlicher Mann. Er hat mich nie wegen meiner Vergangenheit behelligt. Das ist schon krass. Man merkt einfach, dass Blizzard seit jeher, wie Warcraft, Diablo, Starcraft, die Lore ist einfach so verrückt. Es ist für mich wieder total faszinierend gerade. Oh. Langschwert der Kunstfertigkeit. Okay. Breitschwert. Ja, wir könnten schon durchaus jetzt auch auf andere Waffenarten umsteigen. Oh. Ja, wir gucken mal, ne? Kann natürlich sein, dass wir übel, ich sag's mal auf Deutsch, übel auf die Fresse bekommen. Wenn wir hier jetzt das erste Mal Fahrer. Wenn wir jetzt zum ersten Mal gegen die neuen Gegner kämpfen, also das kann natürlich auch mega schief gehen. Hier ist der Lute Gullane Teleporter. Lute Gullane, Kanalisation Ebene 2, verdorrter Hügel, Hallen der Toten Ebene 2, ferne Oase, vergessene Stadt, Palastkeller Ebene 1, geheime Zuflucht, Schlucht der Magier. Okay, wir haben hier also auf jeden Fall einiges vor uns. Da haben wir Eltzix, dem gehört die Taverne, richtig? Ihr seht wie ein kräftiger Abenteurer aus. Wisst ihr, zu meiner Zeit bin ich ein ziemlicher Halunke gewesen. Ich führte die tollkühnste Schar von Banditen an, die diese Wüste jemals terrorisiert hat. Heute führe ich dieses Gasthaus und halte mich, soweit es geht, von Ärger fern. Meine Zeit als Abenteurer liegt hinter mir. Das ist schon vor Uta, oder? Die höre ich immer direkt raus. Glücksspiel, Handeln, ja, Rüstung, okay, ja. Ja, okay. Guten Abend. Geglasch ist ein Narr, der gegen seinen eigenen Schatten kämpfen würde, wenn er könnte. Er hat nur Kämpfe im Kopf. Okay. Macht doch einen netten Eindruck. Und das ist der Palast, ja. Oh, die Kuppel ist schön hier. Und da darf ich jetzt nicht rein. Halt! Ja, bitte? Ihr dürft nicht passieren! Okay, Kailan, schon verstanden. Ihr dürft nicht passieren! Das sieht aber sehr schön aus, der Palast. Felsige Öde. Uah! Sucherinnen, was seid ihr denn? Okay, direkt total überfordert hier. Wir gehen mal wieder rein. Lute Gullane, hallo, ich war nie draußen. Hallo, hallo Gritz. Ich wette, ihr fragt euch, wie diese Stadt bei allem, was in der Wüste vor sich geht, sicher bleiben kann. Tja, ich kann euch versichern, dass es nichts mit den Stadtwachen zu tun hat. Die sind aus irgendeinem Grund alle im Palast. Jerin hat mich und meine Söldner angeheuert, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wir sind nicht billig, aber dafür die Besten, die diese Wüste zu bieten hat. Okay, also irgendwas stimmt im Palast auf jeden Fall nicht. Hä, Falltür? Zur Kanalisation Ebene 1. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Ich könnte euch einige meiner Männer überlassen. Genügend Gold kann eine Armee aufstellen. Das ist durchaus wahr. Nee, gerade aber nicht. Anheuer, was hast du denn? Islan, Wahid, Wichiat. Ja, vielleicht irgendwann mal. Nicht hier. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir raus oder gehen wir in die Kanalisation? Verdorrter Hügel. Also ich will zuerst mal in die Kanalisation gehen tatsächlich. I don't know. Quest. Nix. Quest abgeschlossen. Okay. Gut, reden wir noch mit Atma, oder? Hallo. Ich erwarte es nicht von euch. Aber wenn ihr mir helfen wollt, wäre ich euch dankbar. In der Kanalisation unter unserer Stadt lauert eine grässliche Kreatur, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Die Kreatur hat viele getötet, auch meinen Sohn und meinen Mann. Wenn ihr sie vernichtet, werde ich euch belohnen.
Bitte seid vorsichtig. Diese Bestie hat schon genug von uns genommen. Man gelangt durch eine Falltür oben an der Straße in die Kanalisation. Okay, Frage geklärt, wo wir hin müssen. Radamens Lager. Die Kreatur hat ihr Lager in den Tunnels unter der Stadt. Sie hat meinen Mann und Sohn abgeschlachtet. Ich ertrage es einfach nicht, darüber zu sprechen. Okay, kann ich verstehen. Würde ich auch nicht drüber reden wollen. Tratschen, ja. Elzix und ich haben uns im Verlauf der Jahre arrangiert. Er schickt Reisende zu mir, damit sie trinken und sich amüsieren. Und ich schicke sie für ein weiches Bett zu ihm zurück. Die Reisenden tauschen ihre Waren oft für Unterkunft. Mhm. Okay. Danke. Okay, hier ist es schick drin. Mal die Alte angucken, ja, oder? Ich weiß nicht, warum ihr Leute mich andauernd behelligt. Greets scheint diesen Ort bestens unter Kontrolle zu haben. Nicht, dass ich das nicht auch gekonnt hätte. Ich habe meinen Kampfgeist viele Male unter Beweis gestellt. Hey, rührt mein Getränk nicht an, sonst bohre ich euch mit dem Daumen ein Loch in den Kopf. Was hat das mit Radamens Lager zu tun? Ja, ich denke, mein Schiff ist in Ordnung. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich je sein Schiff betrete. Wasser tue ich nicht mal trinken. Wasser tue ich nicht mal trinken. Okay, ja, danke. Sehr sympathisch. Gecklasch. Grafik umschalten. So. Na gut. Ah, die Küche. Faszinierend, ne? Was man aus der gleichen Engine rausholen kann. Das ist faszinierend. Gut, Leute. Questlog. Finde Radamens Lager in der Kanalisation von Loot Golain. Und dann müssen wir den natürlich auch noch töten. Das ist unsere erste Aufgabe. Neue Werte. Wir haben noch die 5 Punkte. Klären wir mal die Stärke auf einen, also auf 30 hoch. Detaillierte Werte. Mana regenerieren 90%. Lebensregeneration 2. 67% extra Gold. Treffer schlägt Monster in die Flucht 25%. 110% extra Schaden gegen Untote. Klingt geil. Gut, meine Freunde. Wir sind in Loot Golain. Ich denke mal in Loch Moin irgendwie. In Loot Golain angekommen. Und werden hier beim nächsten Mal in die Kanalisation herabsteigen, um dieses komische, um diese menschenfleischfressende Kreatur zu besiegen. Generell, ich kann mich nur wiederholen. Ich habe jetzt hier, ich habe mich gar nicht genug umgeguckt eigentlich, ne? Aber es ist einfach wunderschön gemacht. Es ist Wahnsinn. Es war damals aber heller, ne? Also es wirkt generell ein bisschen unfreundlicher. Das Banner ist tatsächlich neu. Wie sah der Palast früher aus? Diesen komischen 3D-Effekt. Na gut. Okay, also eine wunderschöne Stadt. Ich denke mal, wir werden hier noch einige Male hin und her laufen und mit den Charakteren sprechen und Teleporter benutzen und so weiter und so fort. Es ist... Also es ist das beste Remaster, was ich je gesehen habe, glaube ich. Also nicht Remake, ich meine es wirklich Remaster. Remake wäre wahrscheinlich Demon's Souls, schätze ich mal. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann werden wir uns in die Kanalisation begeben. Ich freue mich drauf. Diablo 2. Ciao, Leute.